Was kosten die denn eigentlich so, ihre schönen Pelze? Als wir eben uns dann so Deutschland angucken, wie wir das jetzt empfanden, nach dem Leben im Ausland, fiel uns eben auf, dass es zum Beispiel eine Kultur ist, in der man sich nicht berührt. Es kam dann eben diese Furry-Geschichte und bei den Furries geht es ja eben darum, sich zu berühren. Das ist so ein Phänomen und diese ganze Furry-Bewegung ist halt in Deutschland sehr groß. Es gibt zwei Länder, in denen das sehr groß ist, in Amerika und in Deutschland. Ist aber auch gar nicht so bekannt. Es sind wirklich auch so Tausende, die sich da zum Teil treffen, eben zu diesen Veranstaltungen, wo die sich im Prinzip also miteinander tanzen, kuscheln, sich umarmen und so. Ja. Ach so. Ja bitte, so um die 3.500. Muss ich ja einige Strafzettel schreiben. Lächeln ist das Kleingeld des Glücks. Man kann jetzt nicht irgendwie zum Kostümverleih gehen und diese fantasievollen Kostüme ausleihen. Das sind halt Kostüme, die diese Leute halt sich anfertigen lassen. Das ist wahnsinnig aufwendig. Einige sind wirklich weit angereist dafür, um mitzuspielen in dem Film.